Hallo. Hallo. Wir sind gerade in Riga und drehen hier aber Biarritz, Frankreich und proben heute für eine ganz wichtige Szene, die wir morgen drehen, nämlich einen großen Ball. Da könnt ihr mal mitschauen. Das ist Sonja, sie macht die ganzen Choreos. Die ist sozusagen verantwortlich dafür, dass es richtig toll aussieht. Sie hat es auch schon in der ersten Staffel gemacht. Ja, genau. Und toppt es jetzt. Sonja, komm her. Sonja, kannst du vielleicht mal erklären, wie sieht denn deine Arbeit aus? Vielleicht, wo fängst du an? Wie kommt es überhaupt zu so einer Szene? Ja, also ich bekomme erstmal die Bücher, dann lese ich mir natürlich jede Szene durch und gucke, wo eben Tanz mit drin ist. Und dann habe ich natürlich sehr viel recherchiert, was hat man damals getanzt. Genau, und dann entwickeln wir die Musik, welche Musik nehmen wir. Und dann fange ich an, mit den Schauspielern und Schauspielerinnen zu proben. Und wie ist es dann, wenn tatsächlich die Leute, alle Leute dazukommen? Gibt es manchmal so Enttäuschungen oder Dinge, die halt einfach nicht funktionieren? Oder wie machst du das? Also meistens sieht es richtig schön aus, wenn dann alles langsam zusammenkommt. Am Anfang bin ich nur mit den Schauspielern und Schauspielerinnen alleine in meinem Saal. Und dann komme ich nach Riga, dann trainiere ich mit den Tänzern hier und mit den Tänzerinnen. Und dann kommt langsam alles zusammen, dann kommen die Schauspieler dazu und die Tänzer und dann gehen wir auf die Locations, so wie hier, und dann kommen die Kostüme dazu und dann manchmal haben wir das Problem, dass die Kostüme zu lang sind oder dass die Arme nicht nach oben gehen, dann müssen wir ganz spontan Schritte vielleicht verändern, aber ansonsten, ja, klappt eigentlich meistens alles ganz gut, weil ich da natürlich auch schon vorher drüber nachdenke. Und ist es, wenn man eine zweite Staffel macht, inwiefern orientierst du dich an so einer ersten Staffel? Ja, in der ersten Staffel konnte ich natürlich, das war ganz neu für mich, und für die zweite Staffel war natürlich das ein bisschen einfacher zu verstehen. Okay, mit den Kleidern wird das funktionieren, auch wenn es erstmal unmöglich aussieht, und dass man einfach üben muss. Das ist einfach, was einfach wichtig ist, egal ob erste Staffel oder zweite Staffel. So, Sonja und ich gehen jetzt noch weiter proben mit unseren ganzen tollen Tänzern. Ja, weil wir haben nicht so viel Zeit und wir wollen, dass es ein wunderschönes Ergebnis wird. Deswegen bis bald. Viel Spaß. Tschüss. Eure Frau möchte mit euch tanzen. So, möchte sie das. Seid ihr bereit für eine kaiserliche Audienz? Sissi und Franz laden euch ein zur zweiten Staffel von Sissi. Jetzt streamen auf RTL Plus. Und mehr exklusive Einblicke in die Serie und hinter die Kulissen findet ihr hier auf dem RTL Plus-Kanal. Also lasst gerne ein Abo da.